Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Resident Evil Zero. Wir haben ja letztens abgesprochen, dass wir uns hier an diesem Punkt wieder treffen. Denn jetzt sind wir hier zusammen mit Billy. Lauft schneller die Treppe hoch, bitte. Bisschen schneller, danke. Billy hat ja einen Granatenwerfer, nur. Und Rebecca kann das hier ja nicht bewegen. Dann will ich doch jetzt mal wissen, ob Billy das denn kann. Ein Gerät zum Aufwickeln der Kette. Gerät starten. Ja. Bitte tu es. Oh yeah. Ah. Ich verstehe. Jetzt muss ich wahrscheinlich mit Rebecca machen. Da ist doch was unter dem Käfig gewesen. Ich leg das hier kurz ab. Oh, ey, immer. Ich schreibe noch. Ich hasse WhatsApp, ganz ehrlich. Diese Handy-Generation ist so zum Kotzen, dass man immer und permanent erreichbar ist. Das geht mir auf den Sack. Aber gewaltig. Da. Was ist das? Oh, ist das der Feuerschlüssel? Oh nein. Oh nein! Ich habe eine Granatenwerfer und ich werde ihn benutzen. Bin ich jetzt tot? Rebecca! Ach du Scheiße. Hallo? Habe ich hier noch ein bisschen... Oh Gott! Wie gesagt, ich habe einen Granatenwerfer und ich werde ihn benutzen. Scheiße! Ich hab dich getroffen. Was muss ich denn? Wie muss ich denn das Vieh treffen? Boah, ist das eklig. Mit 1000 Füßen, es dümmt. Bleib doch mal her, Mensch. Aua. Ich weiß ja nicht, wie viel das Vieh aushält. Au. Und ob das, aua, auch was bringt, wenn ich das... Au! Sage mal, aber sonst geht's dir gut. Ach, naja, das geht ja noch. Kann ich das auch schon wechseln? Ja. Komm her, du Sel! Ich weiß nicht. Hab ich's geschafft? Jetzt schon? Das ging aber schnell. Also relativ schnell. Rebecca, wäre ich du, würde ich mich jetzt erstmal desinfizieren. Are you alright? Yes, thank you. Küss mich. Cool, aber immerhin haben wir einen Schlüssel. So. Damit ich hier nicht diese Waffe hier verschwende, werde ich das mal ablegen. Genauso wie das hier ablegen. Scheiße, ja. Ausrüsten. Wo ist denn meine Munition? Habe ich ihr die ganze Munition gegeben? Ach ja, stimmt. Austauschen. Gebt mir. Guck mal, das ist doch fair. Ja, cool. Wir haben den Feuerschlüssel, so wie es aussieht. Mano. Was ist das? Untersuchen. Feuer. Ein Feuersymbol ist drin eingraviert. Yay. Yeah. Und ich sollte Billy vielleicht mal heilen. Gibt es hier nicht irgendwo. Gab es hier nicht irgendwo Kräuter? Ich habe gar keine Munition, gar keine Waffe ausgerüstet. Warum nicht? Bist du bescheuert oder so? Also nee. Was es hier nicht manchmal so gibt. Gut, dann gehen wir doch erstmal hier runter, weil ich weiß, in der Halle waren welche. Ein paar Kräuter für die Belly. Mann, erweitert sich ja schon wieder unser Spektrum des Erkundens. Und ich kann noch die Statue in der Halle einsetzen. Wenn da nicht schon wieder ein Gegner kommt. Oh, muss ja nicht sein, ne? Das muss ja nicht sein, alles hier so eine Katastrophe. Warte mal da. Du kannst ruhig warten, du musst nicht immer hinterher scheißen. Ich kann das ja auch allein, ich bin nämlich schon groß.
Ich habe das Spiel übrigens mal so nebenbei nochmal, also angefangen zu spielen. Ich habe gar keinen Platz im Inventar, oder? Das war jetzt voll dumm. Ich bin so doof. Oh. Man muss sich das nicht selbst machen. Komm schneller. Komm schon. Komm schon. Beeil dich. Hey, die Zuschauer warten nicht gern. Komm jetzt. Mann. Und ich war am Überlegen, ob ich für Billy doch mal seine Waffe wechselt. Also, dass er nämlich die Schrotflinte nimmt, die wir ja mal gefunden hatten, aber nicht mitgenommen haben. Das werde ich wahrscheinlich auch in einem der nächsten Parts mal machen. Oh Gott, Rocket Blast, Doom. Aber erstmal werde ich jetzt diese Statue da oben einsetzen, die Frauenstatue, weil ich wissen will, was passiert. Und hoffen, dass wir nicht sterben. Ich meine, aber bis jetzt haben wir uns ja verdammt gut geschlagen. Ach Mann, Geländer. So. Benutze bitte die Kacke da. Verwenden. Es ist nichts passiert. Eine Statue entfernen. Ich weiß ja nicht. Ja, ich guck einfach mal, ob das funktioniert, aber. Nee, scheint nicht wirklich was gebracht zu haben. Nein. Na gut, ich leg's einfach wieder drauf. Erstens spart es Platz im Inventar und zweitens. Dann ist das halt so. Also die müssen wahrscheinlich gerade sein. Das heißt, bei der Frau fehlt irgendwie noch was. Das sind Flügel. So, und wir gehen jetzt mal ins Inventar. Nein, eigentlich wollte ich das nicht. Ich wollte eigentlich auf die Karte gucken. Wir gehen jetzt mal durch. Mann, oh, ich will zoomen. Durch. Oh, durch diese Tür, weil ich glaube, das war auch eine Feuertür. Nee, das war die Laterne. Aber das ist eine Feuertür. Da gehen wir jetzt hin. Es ist einfacher von da, wo Billy aus. Es ist einfacher dahin zu kommen von da, wo Billy steht. Meine Güte, das ist alles so aufregend. Der Tausendfüßler gerade war voll eklig und das fällt mir jetzt so nach ungefähr 10 Minuten fast auf. Also übrigens, der Tausendfüßler, den fand ich voll eklig. Oh. Lass mich vorbei. Was war das? Mann, hier sind immer so komische Geräusche. Ach, schon wieder ein Zombie? Ich dachte, wir hätten hier alle getötet. Ich fühle mich verarscht. So, benutzt bitte. Sie haben den Feuerschlüssel verwendet. Yay. Was erwartet uns jetzt in der Tor Nummer 1? Hinter Tor Nummer 1 erwartet uns Musik. Das scheint ein Computerraum zu sein. Okay. Und Schieberätsel. Sehr geil. Kann ich darauf? Ja, das funktioniert. Es würde mich jetzt mal interessieren, ob ich eventuell. Kann der das weiterschieben? Weil ich glaube, dass das weg muss. Ich habe das irgendwie so im Blut. Rebecca! Schieb das bitte weiter, du. Was bringt mir das? Ich habe zwar keine Ahnung, aber ich versuche es einfach. Vielleicht kommt da noch was Sinnvolles bei raus. Schon wieder ein Hirsch? Warum gibt es eigentlich immer Hirschschüss? In jedem Resident Evil Teil gibt es mindestens einen Hirschkopf. Warum? Es ist viel zu dunkel hier. Ach, hab dich mal nicht so.
So, hier ist Munition. Hier ist Tagebuch stellvertretender Leiter, 2. September. Wie üblich, völlig unfähige Praktikanten. Wo finden die Zentrale bloß diese Idioten? Allerdings sind diesmal zwei gute dabei. Ich kann also nicht klagen. William und Albert. Albert! Aus denen könnte etwas werden. 25. September. Will der Denker, der Praktiker, völlige Gegensätze. Und jeder versucht zu beweisen, dass er besser ist als der andere. Beide scheinen rücksichtslos und grausam zu sein. 7. Oktober. Heute rief mich unerwartet der Leiter an. Er will, dass ich die Rivalitäten zwischen den beiden fördere. Seit dem Bau dieser Ausbildungsstätte hatte Leiter Marcus bislang nur Interesse an seiner Forschung. Aber was soll's? Befehle sind Befehle. Ich werde für böses Blut zwischen den beiden sorgen. Na, wenn du das für richtig hältst, erachtest. Ich muss hier irgendwie Licht anmachen. Rebecca, nimm die Munition. Die Frames liegen gerade bei 22, jetzt wieder bei 35, jetzt wieder bei 20. Yay! Yeah. So, hier ist ein Schalter. Das ist ein Schalter. Umlegen, ja. Ich habe Licht gemacht. Na, ja, wenn ich schon hier oben komischerweise hinkomme und ja, das war mir nämlich auch klar, dass das Ding hier anfängt zu leuchten gleich. Gib mir, was immer das auch ist. Hier scheint etwas zu sein, aber was? Eine Eisennadel. Ah, das ist doch der große Zeiger der Uhr. Let's go! Okay. Yeah, Rebecca, tanz. Tanz, Rebecca, tanz. So. Komm ich hier durch? Nee, natürlich nicht. Und versuche es überhaupt erst. Oh Gott, ich weiß aber gar nicht mehr, wo die Uhr war. War die nicht an dem Punkt, wo die Viecher das erste Mal kamen? Ich weiß es nicht. Ich muss mich mal kurz anders hinsetzen. Ich sitze hier völlig unbequem. Aber es gab noch eine Feuertür. Ich weiß aber, dann müsste das ja eigentlich gleich in dem Raum hier sein. Das ist doch alles grausam. Hier. Was? Der Aufzug hat die Fahrt nach oben nicht überstanden. Oh nein. Ernsthaft? Oh, sowas kann ich ja leiden. Sowas kann ich richtig leiden. Er ist jetzt kaputt, jetzt wo du ihn brauchst. Arschloch. Da muss ich ja... Ich weiß aber gar nicht... Ich weiß es echt nicht mehr. Wie komme ich denn jetzt da durch? Also dahin? Ach, Moment. Das ergibt Sinn. Oh Mann. Ich habe einen Orientierungssinn wie eine Bockwurst. Ist doch kacke. Ja, da müssten wir jetzt... Obwohl, was ist denn hier? Aber das habe ich, glaube ich, schon... Habe ich doch gerade aufgemacht, oder? Natürlich habe ich die aufgemacht. Habe ich die wirklich aufgemacht? Ich habe ein Kurzzeitgedächtnis wie eine Fliege. Yay! Ich bin eine fliegende Bockwurst. Oh Mann. Den Part nenne ich Andy, die fliegende Bockwurst. Oh Mann. Oh, ich bin so erbärmlich über meine eigene Witze. Da, 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 da. Warum lachst du über deine eigene Witze? Findest du das nicht ein bisschen albern? Ich würde sie nicht sagen, also nicht machen, wenn ich sie selber finden würde. Egal. Ich glaube noch da, oder? Ja, das ergibt Sinn. Komm mit, du Blödmann! Wir müssen doch die Uhr einsetzen. Den Zeiger an die Uhr einsetzen. Ich suche jetzt so lange, bis ich diese blöde Uhr gefunden habe. Und wenn ich dabei drauf gehe. Aber dann kommt die nächste Frage, auf wie viel Uhr muss ich die Uhr setzen? Ich habe noch keinen Hinweis darauf bekommen. Egal, aber dann ist der Uhrzeiger wenigstens weg. Ah, Billy, guck mal, da liegt ein Granatenwerfer. Ich weiß. Oh Mann.
Billy ist irgendwie halb stehen geblieben unterwegs, wie es ausschaut. Der hat wohl nicht so wirklich Lust, mir hinterher zu laufen. Billy, guck mal, hier bin ich von alleine durchgelaufen. Ja, schön hier. Ja, ne? Finde ich auch. Nein, lass uns in Ruhe, du Creo. Du infiziertes Monster. Mann, zerstör. Aua, ich habe mir vor Funke gebissen. Autsch. Aber du wolltest von einem Monster sagen. Deinen guten wunderschönen guten Tag, mein Name ist Andreas. Andreas. Das ist ein scheiß Name. You stay here. Okay. Warum habe ich das jetzt getan? Das wollte ich gar nicht. Let's go. Okay. Warte hier. Okay. Komm mit. Okay. Eine massive Uhr. Selber bewegen. Aber. Ich habe doch darauf noch gar keinen Hinweis bekommen. Ja. Moment. Hier irgendwo muss doch eine massive Uhr. Nein. Hier gibt es keinen Hinweis. Hallo? Habe ich irgendwie mal was? Die Zahnräder gehören sicher zur großen Uhr. Sie scheinen keine besonderen Merkmale zu haben. Habe ich irgendwo mal was gefunden? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal was über eine Uhr gefunden habe. Aber ich gucke jetzt mal ganz kurz in den Akten. Datei. Das ist. Nee, das kann eigentlich nicht mehr hinhauen. Das ist ja schon wieder der Zug. Bla 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 bli 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 bli. Hier steht auch nichts, außer das mit den komischen Scheiß. Hinweis für einen Mitarbeiter. Bla bla bli. 0815! Ich versuch's damit. Das ist das Einzige, was hier Sinn ergibt. Also praktisch. Scheiße! Das war doch richtig. Stundenzeiger. Nach links. Jetzt ist es 8:15 Uhr, oder? Eigentlich ja. Oh. Oh, oh, oh. Das ist Knorke. Sind eine Minute. Sind. Oh, Scheiße. Ob das so geil ist? Billy, schnell, lassen Sie verschwinden. Cool. Ich habe ein Rätsel gelöst. Oh Mann, ich sollte echt mit Facecam aufnehmen. Das ist. Oh. Ach ja. Boah, wir sind so geil, Billy. Boah, wir sind so richtig geil. Oh, lass uns in Ruhe, du Gay. Ich wollte eigentlich sagen, hurra, aber. Oh. Aber ich gerade in dem Moment, wo ich so komisch geredet habe, gedacht habe, boah, das klingt voll gay. Egal. Ich bin völlig übermüdet. Yeah, man. Wir sind die Geilsten. Wir sind so richtig geil. Boah, haben voll Rätsel gelöst und so, ey. Boah, ey. Billy, ey. Hast gar nichts gemacht dazu. Hättest du es ja sagen können. Du bist so 0815. Vor allem, ich wollte mir das noch aufschreiben, eigentlich, mit der 0815. Naja, ich dachte, sowas Einfaches merke ich mir. Hier war, glaube ich, auch noch eine Feuertür. Ich wage es mal. Ach nee, Quatsch, das war, glaube ich, Wasser. Ja. Aber hey, dafür, dass ich in Resident Evil so unfähig bin eigentlich immer, kommen wir in dem Spiel ziemlich gut voran. Ist jetzt mein Empfinden. Und irgendwie ist der Part jetzt gleich 20 Minuten lang. I'm so sorry.
Aber wollen wir vorankommen oder wollen wir vorankommen? Wir wollen vorankommen. Also von daher, regt euch nicht auf! So, wir sind jetzt eigentlich wieder in der Halle. Ja. Gut. Da wir jetzt in der Halle sind, ich würde sagen, wir sehen uns hier oben gleich wieder im nächsten Part. Ich werde jetzt hier reinrennen und speichern und dann durchsuchen wir doch mal weiter diese Forschungsanstalt Scheiße. Okay, Leute, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.